can't feel the pulse. Trainer Paolo Tramezzani vor dem Kickoff gegen Stade Lausanne Uschi bestens gelaunt. Sein Team ganz in Weiß beginnt aggressiv und mit viel Schwung. In der dritten Minute hätte Acqua Fresca die Walliser in Führung bringen müssen. Die Gäste in der Startphase mit gefühlten 80% Ballbesitz. Das Team aus der Promotion League freut sich an kleinen Erfolgserlebnissen wie dieser gelungenen Finte von Meschri. Tramezzani ist prima Laune. Das war einmal kurz vor der Pause, nämlich immer noch 0:0 und plötzlich wird Stade Lausanne mutiger, kommt zu Möglichkeiten, zu guten Möglichkeiten. Toll dieser Abschluss von Ndongo. Sion wird nachlässig, das Heimteam spürt, dass heute etwas drin liegen könnte. Der Schuss von Kock landet in der 43. Minute am Pfosten. Der FC Sion nach starkem Beginn mit einem Leistungseinbruch. Das Remis nach 45 Minuten ist ein Teilerfolg für den Underdog aus Lausanne. Die nächste Cup-Runde ist Pflicht für Paolo Tramezzani und seine Sitterner, aber siehe da. Die erste Chance nach dem Seitenwechsel erspielt sich der aufsässige Außenseiter. Bavuesa hat viel Zeit und trifft die falsche Entscheidung. Spätestens jetzt wird klar, heute riecht es nach Cup-Sensation. Sion-Präsident Constantin griesgrämig, vor allem darum, weil sich in der zweiten Halbzeit ein absolut offenes Spiel entwickelt. Da ist kein Klassenunterschied erkennbar, respektive die Ligadifferenz ist zu selten zu sehen, so wie hier. Mboyo bringt die Gäste doch noch in Front. Das 0:1 in der 66. Minute, schön herausgespielt, aber keineswegs zwingend. Der Favorit auf Kurs, es läuft also doch wieder alles nach Drehbuch. Zumindest bis zur 81. Minute. Dann passiert nämlich dies. Der Ausgleich durch Ndongo. Bamert lenkt den Schuss von Meschri direkt vor die Füße von Ndongo. Stade Lausanne Uschi verdient sich dieses 1:1 durch großen Einsatz. Es kommt tatsächlich zur Verlängerung. Christian Constante wutentbrannt auf dem Weg Richtung Spielerbank. Dort genießt er besten Blick auf die erste Chance in der Verlängerung und die erste Möglichkeit gehört Stade Lausanne. Nach dem verlorenen Cup-Final hat Constante praktisch die gesamte Mannschaft ausgewechselt. Besserung ist nicht in Sicht. Dieser Distanzversuch von Kasami ist noch etwas vom Gefährlicheren, was die Sittener zu bieten haben. Paolo Tramezzani, die Nervosität ist greifbar, es werden zum letzten Mal die Seiten gewechselt. 116 Minuten sind bereits absolviert, ein Elfmeter-Krimi bahnt sich an. Doch dann versenkt Kock den Ball zum 2:1, unglaublich! Das ist eine Riesenüberraschung, die Fußballwelt steht Kopf. Sonny Kock, der Sohn von Robert Kock, Cup-Sieger 1981 mit Lausanne, trifft in der Verlängerung zum 2:1. Sion ist zu keiner Reaktion mehr fähig. Der Cup-Finalist 2017 strauchelt gegen das tapfere Stade Lausanne Uschi. Spielerisch ist Sion natürlich klar besser, aber im Kopf sind wir heute extrem stark gewesen und wir haben daran geglaubt, so ab der 30. Minute immer mehr. Obwohl wir ein Goal bekommen haben, haben wir immer daran geglaubt und wir haben gesehen, dass es Platz hat, dass wir ein Goal schiessen können. Und von dem her ist, glaube ich, heute der Match im Kopf entschieden worden. Von Christian Constante gibt es nach dem Spiel keine Interviews, man braucht aber kein Prophet zu sein, um zu sagen, die Luft für Paolo Tramezzani als Sion-Trainer ist heute um 18:32 Uhr dünn geworden.